Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am ja, heiß erwarteten Donnerstag, 22. Oktober. Wir betrachten alle schon mit Hochspannung die erwartete Zinssitzung der EZB. Vielmehr wird er nicht so viel erwartet, aber was wird Mario Draghi sagen? Heute 14:30 Uhr speziell in Sachen ja, Quantitative Easing Programm, weitere längere Ausdehnung der Geldschwemme auch hier in der europäischen Zone, dementsprechend wahrscheinlich eine Verwässerung des Euros, so ja auch gewünscht offiziell, Uso breite Meinung in diese Richtung. Da darf man natürlich gespannt sein, was da heute noch kommt. Grundsätzlich hier sicherlich eine sehr, sehr spannende Situation und dies zeichnet sich auch mit dem oder durch das Verhalten des Euros während der vergangenen Handelstage ab. Also diese laufende Handelswoche, ohnehin, dass wir schon seit längerem wieder mit ja, sehr zäher Volatilität zu kämpfen haben, ist diese Woche hier schon insbesondere beim Euro-US-Dollar hier sehr ausgeprägt durch zähes Hin und Her. Das sieht man auch sehr schön, wenn man eben hier diesen Stundenchart auf der linken Seite im Chartfenster sich betrachtet. Da wird deutlich, dass der Euro eben hier ganz klar sich mehr und mehr so zusammenzog in einer sehr, sehr engen Range, in einer sehr, sehr engen Handelsspanne. Und das lässt natürlich mutmaßen, dass hier früher oder später im Sinne der Kontraktion dann auch eine Separation, also ein größerer Move bevorstehen wird. Wie gesagt, die Range gestern ja auch hier dann entsprechend nur 43 Pips Tagesrange. Das ist mehr als bescheiden. Die letzten 5 Tage bewegen wir uns knapp unter 50 Pips. Das ist deutlich unter dem Schnitt für die normale Schwankungsbreite, die Euro-US-Dollar eigentlich an den Tag zu legen hat. Da sind wir zwar mittlerweile auch schon wieder unter 100 Pips gerutscht. Hier Werte zwischen 70, 80 Pips ist wirklich unterdurchschnittlich im Global oder im Overview während der letzten Jahre, Jahrzehnte hat Euro-US-Dollar hier durchaus, ja, Bewegungsintensitäten von bis zu 100, 120 Pips. Also wir sind hier definitiv in einer rückläufigen Phase und das ist ja eine spannende Situation, die sich heute aufgrund der EZB-Sitzung unter Umständen auflösen würde, auflösen könnte. Da muss man natürlich immer mit der Vorsicht herangehen, dass der Markt sicherlich auch enttäuscht werden kann. Also wenn die Erwartungen zu hoch sind, ist die Enttäuschung natürlich dann umso größer, wenn nichts passiert oder was auch immer. Grundsätzlich wollen wir aber mal hier die Situation im Wochenchart für alle neuen Zuschauer kurz beleuchten. Hier die gängige Ausgangsvariante, und Sie kennen diesen Chart gut, wenn Sie die Sendung schon lange verfolgt haben. Wir sind hier in diesem großen Abwärtstrendkanal Euro-US-Dollar hier punktuell charttechnische Glanzleistung, was der hier abgeliefert hat, seit dem Höchststand hier aus dem Jahr 2008, knapp über 1,60, sauber nach unten gelaufen und hier immer nahezu exakt die Punkte hier abgearbeitet. Hier insbesondere 2014 sehr interessant. Das hätte eine große Trendwende nach oben werden können, aber hier punktuell gescheitert und ja. Wer das hier mitgenommen hat, den Sinkflug hier im Bereich von 3.500, 4.000 Pips nach unten, das war schon hier wirklich ein Segen für alle Shortseller. Letztlich hier eine Stabilisierung klar zu erkennen, jetzt eine aufsteigende Dreiecksformation hier im Wochenchart. Aber wir haben hier oben bei 1,14, 1,1455 den Deckel drauf und genau da gab es in der letzten Woche hier auf Wochenbasis diesen Shooting Star, sehr, sehr ausgeprägt, sehr, sehr perfekt und Sie sehen immer wieder hier diese langen Dochte und insbesondere eben hier die Widerstandszone um 1,14 rund hier auf Wochenbasis. Im Tagesschart sieht man, dass man hier 1,1455 noch ausdehnen darf. Das sind praktisch immer die Spikes, die wir hier gesehen haben, also die Hochpunkte dieser Kerzendochte oder hier 11. Mai, diese Kerze, diese Wochenkerze 11, 1,1467. Das ist rund die Zone, wo immer wieder dann Verkaufsdruck aufkam. Grundsätzlich ist aktuell die Situation, der blaue Pfeil ist dahin. Wir haben den Ausbruchsversuch aufgegeben und es deutete sich vielmehr jetzt dann eben eine Schwäche an. Das hatten wir auch hier im Guidance Desk schon dargestellt, auch mit diesem roten Pfeil. Warum? Weil wir hier in der Vorwoche ein sehr schönes Bearish Engulfing hatten und dies genau hier an diesem Widerstandslevel 1,14, 1,1455. Also man hatte hier eine Candlestick-Formation, die bärischer Natur hätte nicht, bärischer nicht sein können. Von ihrer Natur, von ihrer Erscheinung her, statistisch Bearish Engulfings ganz klar ja, mit einem Vorteil behaftet und genau das setzte sich durch. Hier praktisch die Donnerstagskerze, die Mittwochskerze wurde praktisch hier von der Donnerstagskerze komplett umhüllt. Freitag dann leichte Schwäche, das setzte sich dann aber auch erst zum Späthandel richtig durch und Sie sehen hier die laufende Woche, da ging auch nichts richtig auf Seiten der Bullen und Sie sehen auch diesen roten Tendenzpfeil, der eben hier vom Bearish Engulfing aus der letzten Woche ausgehend hier schon nach unten verwies. Und grundsätzlich sind jetzt weitere Verluste durchaus denkbar. Das sieht nicht so aus, als hätte Euro-US-Dollar jetzt hier schon eine Turnaround-Möglichkeit. Man sollte vielmehr davon ausgehen, dass unter Umständen diese zwischengeschaltete Aufwärtstrendlinie hier seit dem Tief des Jahresanfangs getestet werden könnte, Schrägstrich
diese Zone ganz interessant, 1,1155, starkes Support-Level, da scheint der Euro nochmal hinlaufen zu wollen. Und wenn er das tut, dann muss man aufpassen, was in diesem Bereich passiert. Eine Stabilisierung könnte dann wieder zu steigenden Impulsen führen. Allerdings ein Ausbleiben würde dann direkt den weiteren Abverkauf initiieren. Und da sprechen wir dann wieder von Niveaus von 1,10, die Euro-US-Dollar dann sicherlich vor sich haben könnte, haben dürfte. Und dann auch das Niveau 1 tiefer, 1,082 hier, starke Supportzone, insbesondere dann auch auf größeren Zeitebenen hier. Ganz, ganz wichtig, dieses Level. Also hier auf Wochenbasis sehen Sie hier tief vom Mai, tief vom Juli und knapp das Tief vom August. Wenn dieses Level hier aufgegeben werden würde, dann hätten wir hier beim Euro-US-Dollar sicherlich mit stark fallenden Preisen zu rechnen. Und es sieht aber danach aus, dass wir zumindest jetzt kurzfristig weiter zurücklaufen. Wenn die EZB-Sitzung heute wie auch immer geartet ausfällt, könnten mögliche Erholungen nach oben zum Shorten genutzt werden. Wir haben hier bei 1,14, 1,1455 massiven Widerstand. Also sollte es wirklich so ein Pullback geben, wäre das unter Umständen eine neue Short-Chance. Andererseits, davon sollte man eventuell ausgehen, dass der Euro hier vielmehr direkt weiter nach unten rauscht und nicht so signifikant nochmal nach oben dreht, sondern hier eben 1,1250, 1,1155 in Kürze ansteuert. Zumindest lässt dies der Chart vermuten. Und wie gesagt, bei 1,1155 muss man dann genau das Augenmerk drauf werfen, wie es weitergehen kann. Von der Saisonalität sieht es ganz anders aus. Wir haben zwar kurzfristig hier Schwäche zu erwarten. Hier mit Blick auf die kommenden 20 Tage sieht auch für heute und morgen sozusagen zum Wochenabschluss gut aus, dass Euro-US-Dollar weiter fallen dürfte, weiter unter Druck geraten könnte und dann hier im Prinzip am Freitag 23.10 unter Umständen sein Tief findet, um dann in der kommenden Woche hier nach oben aufzudrehen. Das ist rein saisonal möglich und wäre, wenn wir heute noch einen stärkeren Rücksetzer sehen, auch technisch durchaus begrüßenswert, dass Euro-US-Dollar eine solche Bewegung nach unten vollzieht. Also hier schon mal Übereinstimmung auch mit der Saisonalität, kurzfristig definitiv bärisch, also weitere Verluste nicht auszuschließen. Und wenn wir heute den Handelstag anschauen, dann sind wir mit 48% und morgen mit 48% positiver Schlusspreise, auch in einem leicht bärischen Bias. Wir sehen hier die durchschnittliche Volatilität in den letzten Wochen. Da sehen wir hier ein Stück weit mehr als das, was praktisch die True Range so verrät. Aber wir haben hier im Sinne der kürzeren Zeitfenster, wie gesagt, eine geringe Volatilität. Aber es kann hier am Donnerstag, und da sehen Sie mit im Schnitt 21% Volatilitätsverteilungen auch am Freitag hier jetzt in Kürze wieder ein Stück weit mehr Bewegung geben, die eben dann hier auch nach unten führen dürfte, führen könnte. Schauen wir uns nochmal den Stundenchart an. Euro-US-Dollar geriet direkt heute Morgen hier zum Opening sozusagen direkt unter Druck. Es gab eine kleine Aufwärtsbewegung, die dann aber relativ rasch wieder nach unten aufgelöst wurde. Wir sind auch hier deutlich unter dem Wochenpivotpunkt, also hier von bullischer Seite hier überhaupt keine Intention nach oben aufzudrehen. Und wenn man sich hier nach unten schaut, sehen wir auch die Support-Levels 1,1231, 1,1294, sicherlich das nächste Ziel. Hier Support-Level 1 auf Wochenbasis, Support-Level 2 direkt drunter. Und Support-Level 3 wäre 1,1131 durchaus auch eine erstrebenswerte Variante, wenn Euro-US-Dollar hier deutlicher in die Knie gehen sollte. Also der Bias hier weiter angespannt. Leicht zu favorisieren, ein Durchbruch, ein weiterer Durchbruch auf der Südseite. Bullish dürfte man werden, wenn ein Stundenschlusspreis über diesem Widerstandslevel hier 1,1390 gelingt. Wenn wir den Wochenpivot 1,1394 überwinden, dann könnte Euro-US-Dollar sicherlich nochmals eben den Versuch starten, hier in Richtung 1,1455 zu starten. Aber da dürfte der Verkaufsdruck rein technisch gesehen durchaus wieder zunehmen. Also, insofern, der Bias bleibt eigentlich weiter angeschlagen bei einem Euro-US-Dollar. Achten Sie, wie gesagt, auf den heutigen Nachmittag. Da wird es spannend, ob im Vorfeld wirklich was passiert, muss man mal abwarten. Wir sehen, wie gesagt, hier schon leichten Druck, der sich unter Umständen beschleunigen könnte. Also geben Sie Obacht, übertreiben Sie es nicht, gerade an solchen News-Tagen immer mal wieder hektisch, vielleicht dann besser warten, bis sich der Staub gelegt hat. Und ich wünsche Ihnen dahingehend viel Erfolg für den heutigen Handelstag und sende beste Grüße durch den Äther, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.